Jetzt gehen wir angeln, hoffentlich oder so. Oh, ich krieg grad eine Gänsehaut. Yay! Yeah. Das ist toll, Max Payne 3. Also es lohnt sich ungemein. Ah, ist das schön. Das muss man sich eigentlich jetzt alles auf einen wirken lassen. Rockstar Vancouver, Dankeschön für diesen doch sehr actionreichen, schönen Teil. Auch dem Creative Director Sergei, Dankeschön. Und allen anderen, die daran beteiligt sind. Boah. Also es quasi haben wir es geschafft, wir wurden benutzt. Wir haben alles so getan, wie es scheinbar geplant war. Und wir haben das getan, wofür man uns bezahlt hat. Töten. Indem wir aber diesmal die bösen Typen festgenommen haben und sie da nicht erschossen. Ich meine, wir hätten, wie gesagt, den Bäcker auch erschießen können, habe ich aber nicht getan, weil der ist schon genug gestraft mit seinem ohne Arm und so. Und vielleicht ist er auch einfach so drauf gegangen. Keine Ahnung. Wir müssen einfach, oder Max Payne hat dann an dem Punkt gezeigt, dass er aus sich auch unter Kontrolle hat und seinen Zorn und seinen Wut und seinen Schmerz. Jetzt ist er, ich weiß nicht, was in seiner Tasche war, könnte entweder nur Klamotten sein, vielleicht Geld, wer weiß das schon. Und die Türen stehen offen für alles Mögliche, was jetzt kommt. Max Payne 4, ob er dann weiter gegen irgendwas Böses rumschießt, man weiß es nicht. Vielleicht geht er ja nach Russland und wird dort nochmal Leibwächter oder so, wer weiß das schon. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal euch fürs Zuschauen, dann noch natürlich einen großen Dank an Rockstar, wie gesagt, die das Spiel gemacht haben. Danke an Max Payne 3, dass er so viel Geduld mit mir hatte, also an Max Payne, nicht an Max Payne 3, dass er so viel Geduld mit mir hatte und so oft wegen mir draufgegangen ist. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Ja, ich werde ihn jetzt noch ein bisschen an scheuchen und triezen und jagen, indem ich das Spiel nochmal versuche, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Mal gucken, vielleicht wird es auch ein Let's Play Max Payne 3 Multiplayer hier geben auf der PS3. Mal gucken, wenn ihr das wollt, schreibt es einfach und ich werde mal gucken, was sich da machen lässt und ihr werdet dann, naja. Ja, wenn es euch gefallen hat, das Ganze, lasst es mich wissen, wie euch dieser Action-Shooter mit mir gefallen hat. Wenn ihr findet, ich sollte eher was anderes machen, mehr ein bisschen mehr Horror oder ein bisschen was anderes, schreibt es einfach in die Kommentare, ich bin gerne für alles offen. Und ich freue mich auf das nächste Projekt, was es wohl sein wird, weiß ich noch nicht. Ich muss ja eigentlich Forbidden Siren noch ausspielen oder weiterspielen. Ich habe ja die erste Folge mal angefangen damals, das war auch mein erster Versuch mit dem Let's Play. Das will ich gerne vielleicht auch noch zu Ende bringen. Und dann mal gucken, ich weiß nicht, Assassin's Creed 3, das will ich momentan irgendwie doch nicht unbedingt spielen. Vor allem, weil ich es doch privat jetzt angefangen habe zu spielen, weil ich das echt sehr, sehr in Detail mache und versuche alles daraus zu kratzen, was es in dem Spiel gibt. Deswegen wollte ich nicht die Leute mit so einem langweiligen Let's Play langweilen, indem ich alles absuche und ziemlich genau und gründlich bin. Ich laufe auch ziemlich oft hin und her. Deswegen wollte ich das euch ersparen, falls ihr es doch sowas sehen wollt, wie ich umherlaufe als Assassine, und ja, dann lasst es mich wissen. Ansonsten spiele ich nach Forbidden Siren mal Catherine, das kennen die wenigsten wahrscheinlich von euch. Ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ist aber ganz cool. Ich würde ja gerne auch Persona 4 Golden spielen, aber ich habe keine PS Vita. Und bis jetzt gibt es das nicht für die PS3. Ansonsten würde ich das auch spielen und das wäre nämlich ein richtig krasses Spiel. Richtig sehr gutes, tolles Storytelling. Das ist so eine Art eigentlich Real-Life-Simulation für die Leute, die keins haben wie ich. Nein, ich studiere, ich habe eigentlich viel zu viel um die Ohren momentan. Mal gucken, wenn ich ein neues, besseres Schneideprogramm bekomme und ein Renderprogramm, dann werde ich auch versuchen, mal ein bisschen Artisan's Creed zu machen und die Kunstseiten von Assassin's Creed zu beleuchten, also die Gebäude mir on Detail angucken, dazu noch ein paar Zusatzinformationen bringen, was es mit diesem Gebäude auf sich hat und so weiter und so fort. Mal gucken, ob das klappt. Das lasse ich jetzt aber außen vor. Dann würde ich natürlich gerne News machen, Game News zu gewissen einzelnen Spielen. Zum Beispiel hatte ich schon mal ein Skript geschrieben für, also ein bisschen was, die Informationen zu The Last of Us habe ich zusammengetragen. Das würde ich natürlich gerne auch dann Let's Playen, und The Walking Dead Season 2, die erste habe ich ja auch schon gespielt, aber die möchte ich jetzt ungern nochmal nachholen.
Und wenn es coole Demos im Amerika-Store gibt, die werde ich dann natürlich auch holen und dann für euch ausgiebig testen, um einen kleinen Vorteil zu haben. Ja, was kann ich da noch sagen? Ich bin sehr dankbar über dieses Spiel. Mal gucken, was denn da noch kommt. Ich lege jetzt mal den Controller beiseite. Ah, das ist jetzt mein erstes abgeschlossenes Let's Play. Ich bin irgendwo stolz, froh darüber, dass ich es geschafft habe. Elgato macht mir zwar immer noch irgendwie so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal ein PC-Let's Play von irgendeinem Spiel. Muss ich auch mal gucken. Ich hätte zum Beispiel noch Mass Effect 3 auf der Agenda. Das habe ich schon seit Ewigkeiten, wollte es eigentlich die ganze Zeit spielen, bin aber irgendwie nie dazu gekommen, weil ich den Mass Effect 2 nochmal, das Ende nochmal neu spielen wollte, mein Knie, verdammt, weil ich, bei mir dieser eine Söldner draufgegangen ist, ich weiß leider gar nicht mehr, wie der heißt, und ich wollte es dann halt nochmal machen, und dass auch die andere Crew lebt, die habe ich auch irgendwie falsch gemacht, weil ein Kumpel von mir gemeint hat, ja, ne, kannst ruhig weiterspielen, passiert nichts. Und ja, falsch. Egal, will davon jetzt auch nicht weiter erzählen. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, was ich Let's Playen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Und wie gesagt, ich gucke, was ich tun kann. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass ihr Spaß gehabt habt. Ich glaube, ich wiederhole mich langsam. Ich habe auch langsam Hunger. Und dass wir gemeinsam doch noch ein paar schöne Let's Plays erleben können. Ich würde auch natürlich gerne, wahnsinnig gerne, ein Wimmelbild mal verfilmen. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, welche Elemente man einbauen kann. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Dann mache ich so ein, keine Ahnung, Escape, Wimmel, Bild, Spiel, Film daraus. Ja. Mal gucken. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Das neue Kanaldesign ist bei mir jetzt momentan noch das alte. Ich weiß nicht, ob ich das aufs neue umstellen sollte. Kann ich machen. Ist vielleicht ein bisschen cooler. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, erstmal eine bessere Schnittsoftware. Dann kann ich mir einen schönen Abo-Trailer oder was weiß ich, wie man die Dinger nach... Ach ja, Kanaltrailer heißt das, nicht Abo-Trailer. Wie komme ich denn da drauf? Keine Ahnung. Kanaltrailer machen. Ja. Danke nochmal. Danke für das Zuschauen. Ich grüße an dieser Stelle. Wen grüße ich denn? Ja. Ich grüße lieber die Mann. Bei meinem zweiten Let's Play grüße ich dann Leute, oder wenn ich mehr Abonnementen habe, vielleicht 50, dann mache ich sowas. Wenn ich jemals 50 kriege, ich zweifle ja daran. Es sei denn, Leute sehen mich in ferner Zukunft irgendwann mal und denken, boah, jetzt müssen wir all seine Sachen nochmal neu angucken, auch diese Versagerperiode bei Max Payne 3 und naja. Ein Witz fällt mir auch jetzt nicht ein. Ah ja, doch. Der Witz, als ich den das erste Mal gehört habe, da habe ich mich wirklich weggelacht, obwohl der eigentlich richtig dumm ist, aber ich erzähle ihn trotzdem. Und zwar ist das auch ganz schnell. So, jetzt kommt der Witz. Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Ja, das war's auch schon. Da habe ich mal extrem gefeiert bei dem. Aber jetzt, naja. Ja, hier sind noch weitere Leute. Ich könnte jetzt alle vorlesen. Vielleicht hole ich noch einen Downloadable Content. Mal gucken. Wenn es euch interessiert, mache ich das. Dann spiele ich den auch noch. Ja. Und beim Multiplayer könnte man auch gerne ein Let's Play Together mit der Community machen. Falls ihr es denn auf der PS3 spielt. Das ist eben die Frage. Ja. Kann ich da natürlich gerne auch aufnehmen. Ich bin jetzt aber nicht so der gute Schütze mit dem Controller. Leider. Manchmal ist es so, mit dem Feingefühl von einem Analogstick, dass man da hingeht und dann will man ein bisschen schneller gehen und dann hat man den Bogen schon überspannt und dann schießt man so schön im Kreis, wie ich es immer gemacht habe, die Gegner. Was eigentlich ziemlich anstrengend ist. Ja, was ich, wie gesagt, definitiv spielen werde, ist The Last of Us. Darauf freue ich mich schon. Ich werde es mir wahrscheinlich auch vorbestellen. Das werde ich dann auch Let's Playen.
Wobei, das ist immer das, was mich, das stört mich nicht, aber es ist halt ein bisschen schade, dass wenn ein Spiel gerade neu rauskommt, das fängt dann jeder an zu Let's Playen. Und da ist es halt problematisch, weil wen soll man sich dann angucken? Weil nicht nur einer ist gut beim Let's Playen, um sich das anzugucken. Viele machen gute LPs, wo es sich lohnt, das anzugucken. Aber wenn die alle das auf einmal machen, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Weil dann guckst du dir einen an, spielst es eventuell noch selbst, guckst du das trotzdem nochmal bei einem anderen an, wie er es macht. Und da hast du echt keine Lust, weil das auch Zeit kostet, dir 10 Let's Plays mit demselben Thema anzugucken. Ich meine, was findet ihr? Was haltet ihr davon? Das ist, ja, auch so ein Thema, mit was ich mich beschäftige, weil ich habe sowieso keine Chance gesehen zu werden. Ich meine, ich mache das für mich, diese Let's Plays. Ich spiele das auch gerne. Bin ja schließlich mit Videospielen aufgewachsen, damals noch mit dem Amiga und mit dem alten Atari. Amiga 500 sozusagen war der erste, den wir hatten. Und so einen alten Atari-Konsole, wo man so ein Ding reinsteckt. Da gab es dann super, naja, war nicht Super Mario Bros., aber es waren eben irgendwie so ein, das erste Super Mario irgendwie, nur halt für den Atari. Keine Ahnung, war ziemlich halt alt. Und so ein Panzerspiel, wo man halt immer hüpfen musste oder schießen, das war noch Zeiten. Und dann Amiga 500, ja, das war ja keine Konsole, das war ja vom Computer irgendwie mit den ganzen Floppy Disks und das waren coole Zeiten. Vielleicht sollte ich mal so ein richtiges Let's Play Retro machen mit dem Emulator und dann die guten alten Amiga-Spiele emulieren. Zum Beispiel Moonstone, das war übelst geil. Vielleicht hole ich mir da noch jemanden ins Boot. Ich habe ja sowieso noch vor, ein Let's Play Together zu machen. Dachte ich eigentlich Torchlight 2 zu spielen. Ein Kumpel von mir, der mit mir halt mitmischen wollte, kam bis jetzt nicht dazu, aber der hat auch viel zu tun mit Uni und so. Erstmal gucken, was das wird. Falls ihr Lust auf einen FIFA Let's Play habt, dann lasst es mich wissen. Weil das mache ich dann bestimmt im Co-Starring. Allerdings, was ich halt gerne bei FIFA mache, ist eine Mannschaft aus der untersten Liga zu nehmen. Das ist meistens halt England und dann halt sich nach oben zu spielen. Ja, wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Mal gucken, ob es überhaupt jemand bis dahin durchhält. Wenn ja, dann Applaus. Ihr hört's. Kompliment, Hut ab. Ihr hört mich immer noch reden. Ich weiß ja nicht, ob ihr es gut findet oder auch nicht. Ja. Vielleicht sollte ich mal irgendein Forum starten für meinen Kanal, wo die Leute dann sich anmelden können und sowas. Habe ich meine Community. Naja. Man braucht schon eine Community, Leute, die hinter einem stehen. Ich habe ja nicht so viele Real-Life-Freunde, die das so brennend interessiert. Let's Playen und sowas. So... Filmsachen ist da schon interessanter. Ich wollte ja eigentlich auch mal Fridge, Grenzfälle der Haltbarkeit machen. Eine Parodie auf Fringe. So, ja. Irgendwann hoffentlich klappt das alles. Vielleicht hat das, wenn es mal ruhiger mit der Uni ist und so, vielleicht funktioniert dann alles, dann kann ich mir ein paar Leute holen und ein bisschen was produzieren. Ich wollte aber auch mal einen Slender-Film machen. Aber man will immer so viel machen, macht dann aber so wenig. Also mein Kopf ist theoretisch voll mit Ideen, aber wenn es dann darum geht, was zu Papier zu bringen oder was wirklich zu machen, dann stehe ich ziemlich weit hinten an. Was ich ziemlich schade finde, weil... Ich meine, jeder Mensch hat nur eine begrenzte Zeit, Sachen zu tun. Und man wird ja auch nicht jünger, ne? Aber genug davon. Wie man sieht, hat Rockstar ein ziemlich großes, langes Team.
Und falls ihr doch Interesse vielleicht habt für ein Let's Cook, das könnte ich auch gerne machen. Kochen mache ich, kochen tue ich nämlich auch gerne. Dann kann ich euch ein paar meiner Favorite-Gerichte zeigen, die alle super toll schmecken. Wenn ihr ein bisschen extravagant seid oder Lust habt, was Neues auszuprobieren, kann ich euch noch gerne, natürlich gerne zeigen. In einem Let's Cook oder vielleicht mache ich auch ein Let's Kreuzworträtsel oder Let's Sudoku. mal gucken, also man kann zumindest sehr viel machen. So, für die Leute, die es jetzt bis jetzt immer noch ausgehalten haben, mir zuzuhören, dem muss ich irgendwas Besonderes erzählen. Ja, was kann ich denn sagen? Was Persönliches? Ich bin 26 und komme aus Berlin. So. Also komme nicht aus Berlin, ich wohne in Berlin, komme tue ich aus woanders, aus Baden-Württemberg komme ich. Geboren wurde ich nochmal woanders, in einem ganz anderen Land. Das dürft ihr erraten, aus welchem Land, in welchem Land ich geboren bin. Ja. Wer es errät, der kriegt, keine Ahnung, einen persönlichen Gruß in einem nächsten Let's Play. So viel kann ich. Eine Namenserwähnung, das kann ich mal sagen. Wer es herausfindet, der wird mal namentlich erwähnt. Kann auch noch gerne hinschreiben, wie er denn erwähnt werden will. Ja. Draußen schneit es immer noch, Wetter ist scheiße. Ich meine, wir haben Ende März fast, kurz vor Ostern, überliegt Schnee, das ist irgendwie ein bisschen Panne. Aber was soll man machen? Schneeschaufeln vielleicht. Oh, James McCaffrey. Ich muss mal nachgucken, wer das ist. Vielleicht kennt man den. Ansonsten die ganzen Sprecher. Ramsey. Ich glaube, die sagen mir sonst wirklich alle nichts. Aber Max Payne sollte man mal nachgucken. Vielleicht kennt man den noch aus woanders. Hä? Mona Sachs? Die war hier in dem Spiel? Jetzt bin ich irritiert. Ist das Downloadable Content? Ach. Ich weiß, das ist bestimmt für einen Multiplayer. Da spielen die Leute auch. Ja. Ach, Motion Capturing war hier auch. Da heißt einer ganz schön, also André da Silva. Vielleicht ist das auch der Namensgeber von dem Herrn Wilson da Silva. Aber, keine Ahnung, vielleicht sieht er auch genauso aus. Ja. Entschuldigung. Der Abspann wird mir langsam ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich werde auch langsam heiser, vor allem, weil ich ja so ein bisschen leicht erkältet bin. Oder? Ja. Ich muss gleich nochmal einkaufen gehen. Ich habe nichts zu essen im Kühlschrank. Und ich habe richtig Hunger. Ich weiß gar nicht, was es im Angebot gibt heute. Ja. Ja, ich bin ein Mensch, der auf Angebote achtet und versucht, immer günstig einzukaufen. Ich könnte das... Wenn es euch interessiert, wo ich einkaufe, dann könnt ihr das gerne auch nachfragen. Fragt mich einfach, schreibt mir eine PN oder schreibt es in die Kommentare. Ich antworte euch auf jeden Fall. Oh Mann, der Abspann ist länger als alles andere hier. Vielleicht mache ich das so, dass ich diesen Abspann separat mache für die Leute, die sich ihn angucken wollen. Können sich ihn gerne angucken und können mir zuhören, wie ich rede und Geschichten erzähle. Ich studiere übrigens... Kultur und Technik an der TU mit dem Kernfach Kunstwissenschaft. Aber, wie gesagt, ich bin mit Videospielen aufgewachsen. Ich werde auch meine Bachelorarbeit über Videospiele schreiben. Definitiv. Weil theoretisch können Videospiele auch schon sich einreihen in eine Art Wissenschaft. Es gibt ja Filmwissenschaften, warum sollte es keine Videospielwissenschaften geben? Schließlich arbeiten Videospiele einerseits natürlich auch filmtechnische Sachen auf, zeigen vor allem bei Assassin's Creed eine gewisse Architekturrekonstruktion an von Städten aus der Renaissance. Also ich rede jetzt vom zweiten Teil explizit, um genau zu sein. Dann haben sie natürlich einen gewissen Grad an, wie heißt denn das Wort? Ich komme nicht drauf. Also Design und verdammt. Sind, nein, nicht in... Ach, ich... Verdammt! Ich komme nicht auf das Wort. Ja, auf jeden Fall sind oder werden Videospiele immer wichtiger in unserem Leben. Ich meine, jeder dattelt mittlerweile. Vor allem jetzt, wo die ganzen Smartphones rausgekommen sind, hat jeder irgendwie so ein Spiel, was er darauf spielt. Ja, und deswegen steigt immer das Interesse. Jetzt zum Beispiel Wimmelbildspiele. Ich habe es selber nicht geglaubt. Letztens war ich in einem Elektronikfachgeschäft.
Und die hatten eine extra einzelne Sparte dafür, also ein richtiges Regal, wo drauf stand Wimmelbild. Hätte ich nicht gedacht, also, dass sich das in die Richtung entwickelt. Jetzt sehen wir noch die Lieder, die hier teilgenommen haben an dem Spiel. Die Lieder, die teilgenommen haben, es hört sich irgendwie dämlich an, aber naja. Nach den Liedern ist für gewöhnlich auch dann Schluss. Also dieses eine Lied war schon ganz schön cool, was da an dem Flughafen kam. Das hat mir gefallen. Ja. Was kann ich denn noch sagen? Ach ja, wenn ihr mal ältere Projekte von mir sehen wollt, geht auf den Link in meinem Kanal. Also das sind keine Let's Plays, sondern das sind dann Parodien, sage ich mal, oder Dokumentationen. Ich habe so ein bisschen was gemacht. Das findet ihr auf dem Link auf meiner Seite unter meiner Beschreibung. Da seht ihr dann diesen Link mit CSI Eiswerder. Das könnt ihr euch antun oder angucken, wenn ihr wollt. Ist ganz gut geworden, ist schon 4 Jahre oder bald sogar 5 Jahre her, aber macht Spaß. Also es macht auch immer wieder Spaß, sich das anzusehen. Und ich bin ja immer sehr für Meinungen und Kommentare und sowas, deswegen lasst es mich wissen. Bla bla bla, what a bore. Ja, das war's mit Max Payne 3. Ich werde immer leiser und langsamer und müder und hungriger. Oh, ich muss unbedingt gleich was mit essen holen. Magen knurrt schon total. Ja, das war's bei Mugen Mods Mo. Mein Name ist J-Mo. Cheerio, Max Payne 3. Leb wohl. Leb wohl. So ein Mist, so gehen die nicht schneller. Vielleicht hole ich ja Infamous 2 und werde das auch Let's Playen. Das wollte ich sowieso mal spielen. Ah, das ist auch so ein bisschen Open World und das Problem bei Open World Spielen ist immer so, dass man, also ich persönlich will ja immer gerne alles on Detail kennenlernen, sehen, erleben, Sammelobjekte finden und sowas, aber für ein Let's Play ist das nicht so schön geeignet. Was meint ihr davon? Dafür? Davon? Was haltet ihr davon? So, das war's jetzt, aber definitiv. Bye bye, Max Payne. Bye bye.